go. So, was haben wir denn hier? Sonja Deville, zweimal pro Saison Matchkarten im Shop. Und gewähren dir zwei Kopien? Das ist neu, oder? Million Dollar, man. Zweimal pro Saison, du kannst die Woche alle Matches kostenlos buchen. Oha. Der ist schon mal strong. Chat, der ist strong. Zweimal pro Saison. Eine Saison ist komplett 25 Wochen, oder? William Regal, wähle einen gegnerischen Brand. Alle Superstars in ihrem Roster verlieren zu Beginn der nächsten Woche 5 Popularität. Okay. Paul Heyman, alle Promos in dieser Woche kostenlos und erzielen das doppelte Ergebnis. Falls zutreffend. Holla, holla, holla. Immer langsam, Kumpel. Entferne alle Match-Bonis und Qualitätsboosts aller Shows rivalierende Brands für die nächsten Woche und stelle ihren Match-EP-Gewinn auf sehr niedrig. Üff. Richtig ekelhaft, ne? Was ist das denn, Alter? Ja, was nehmen wir denn? Das ist auch stark, Alter. Sonja ist auch gut. Sonja ist auch echt nicht schlecht. Wen hatte Slivo? Dann nehmen wir den auf jeden Fall nicht. Aber kostenlos buchen ist schon geil, Alter. Bin ehrlich. Er hatte Heyman. Heyman würde ich nicht nehmen. Heyman nehmen wir nicht, Chat. Theodore Long auch nicht. Ich bin, glaube ich, hierfür, Alter. Kostenlos buchen. Komplette Show kostenlos ist halt schon krass, Alter. Mit Sonja würden wir 4 Karten kriegen. Ja, komm, wir gehen mal rein mit Sonja. Wir gehen zum Start mal rein mit Sonja. Beliebtheit von 6 zufälligen Superstars im Roster steigt um 6 mit SmackDown. Okay. Rivalisierende Brands können in der Show nächste Woche 3 zufällige Champions nicht einsetzen. Bruder, Foley und ECW ist ja richtig ekelhaft. Foley und ECW ist richtig widerlich, die Kombi, ne? ECW hat keine Frauentitel, okay? Ja, muss man auch beachten, ne? Kann auch in dem Dreier-GM ein Vor- oder Nachteil sein. Wo gehen wir denn mit rein? Das ist schon geil. Plus 6 zum Start, weil das spielt da dieses Jahr auch nochmal eine größere Rolle. Wir starten mit SmackDown. KI. Komm, wir nehmen mal die 9 rein. Ich bestätige das. KI machen wir erstmal normal. Spielgeschwindigkeit, 2 Mitgeschwindigkeit während der Regel. Ach, guck mal hier. Da müsst ihr auch mal gucken, wie wir da zocken. Wobei, das geht raus, glaube ich, dann, ne? Wir lassen erstmal normal. Haben wir 3 Millionen Budget, habt ihr gemacht? Dann gehen wir so rein. Let's go. Season 1. Jeder GM beginnt mit einem Budget von 3 Millionen. GMs draften abwechselnd. Es gibt 9 Draftrunden. Nach der 9. kann optional weiter. Das kennen wir mittlerweile. GMs können mit der Taste R3 Drafting-Empfehlungen anzeigen. Ja gut, da brauchen wir nicht. Wir wissen selber, was wir wollen. Ja, jetzt ist halt einiges mit dazugekommen, ne? Publikum Sleeping Heel, das wissen wir mittlerweile. Aber diese Dings hier ist neu. Was davor steht. Das jetzt hier, ne? In-Ring-Stufe. Superstar bestimmt, wie viel Publikum anziehen. Darüber hinaus bestimmt die Anzahl der verfügbaren Vorteile eines Superstars. All das kannst du in der Superstar-Info nachschauen. Puh. 25 hat Mysterio? Na, der kostet einfach 700.000. Alles klar, Bruder. Woher die Geld? Chat, woher Geld? Ray macht die Show allein. Wir holen nur Ray, Chat. Der macht eine Promo und dann ist die Show zu Ende. Alter, wie teuer ist denn das hier? Cody Rhodes. Cody einfach für die... Cody einfach für die Hälfte. Boah, Bruder, Alter. Ich weiß nicht, wie wir hier starten. Ich gehe mit Bron erstmal rein. Wir gehen mit Cody und dürfen nochmal. Chad Gable auch nice, aber einen Spezialisten haben wir mit Cody. Ich glaube, wir gehen mit Gunther, oder? Die sind so teuer, Alter. Gunther als Riese, dann nehme ich Gunther mit. 4 Mann! Draft beenden und aktuelles Roster feststellen. Yes, sir. Ey, das ist unser Brand. Ich mache mich mal ganz kurz weg hier für ein schönes Thumbnail. Maybe wird das was. Ich weiß es nicht. Wir haben ein gleiches Roster wie ECW von der Größe. Nur Raw hat einen mehr genommen. Die dürften aber auch kein Geld mehr haben eigentlich. Ich würde behaupten, von den Leuten haben wir aber die besseren, oder? Wobei Bailey kickt schon gut. Bailey, Rhea kickt schon. Lol, die wollen ja alle was von mir hier. Heute ist es soweit. Primär, wir setzen große Hoffnung in dich. Dafür wurde. Ah, das ist das Gleiche, ne? Ich werde dich nicht enttäuschen, Hunter. Wichtig. Was will der hier? Nummer 1 zu machen und zwar dauerhaft. Glaubst du wirklich, dass. Halt's Maul.
Ich sage euch ganz ehrlich, Teddy Long wird derjenige sein, der uns Messer in den Rücken rammt. 1000%. Champion auswählen. Oha, direkt alle hier. Haben wir einen Midcard-Titel drin, Chat? Ja, hier, ne? Krass, wie viele Titel, Alter. What the fuck? Wild. SmackDown-Champion. Da muss den Cody kriegen und den kriegt Gunther. Frauen. Sollen wir Tiffy den geben? Ausdauer 83. Die kann auf jeden Fall zum Start ein paar Matches gehen. Mann, Tiffy. Talente-Scout, Matchkarten. Sollen wir die direkt ziehen? Dass die Beliebtheit zum Start direkt oben ist? Oder hiermit noch warten? Wir können auch erstmal warten und gucken, was passiert. Ja, komm, wir starten mal direkt rein. Ja, ist doch gut. Wir starten mal direkt rein. Match Nummer 1. Machen direkt einen Titelkampf-Chat. Kenne ich gar nichts. Main Event. Erzählt sich auch erstmal von selbst. Ausrichtungswechsel. Eiler wechseln, haben wir gesagt, ne? Machen wir das erstmal. Wir stellen hier Indy hin. Aber ich finde, so sieht die Show doch erstmal gut aus, Chat. Das können wir wirklich im Steel Cage enden lassen. Plus die beiden sind eh Tag Team Champions. Da können wir dann Roxanne Perez mit drauf packen. Plus einzelne Fäden starten. Roxanne gegen Ayla. Alexa gegen Raquel. Zeitgleich eine Einzelfäde. Die beiden untereinander. Plus die Tag Team Fäde. Dann hätten wir zwei Sachen abgehakt. Plus Cody gegen Miss. Und Tiff gegen Indy. Die Show wird uns nichts kosten. Ja, wir müssen ja erstmal eine Konzerthalle kaufen hier, oder? Aber wir holen uns erstmal. Das ist jetzt erstmal wichtig. Das würde den Steel Cage freischalten, den wir brauchen. Und das würde False Count Anywhere freischalten. Wir nehmen uns das noch mit. Wie brauche ich mehr Geld? Hä? Wieso brauche ich denn da mehr Geld? Ich habe doch drei... Hä? Ach, jede Woche eine. Okay. Ja gut, dann starten wir erstmal damit. Ey, das ist... Viele geile Neuerungen, die nochmal ein bisschen mehr Tiefe reinbringen hier, finde ich. Nicht zu viel, dass du nicht überfordert bist direkt. Ich mache in die erste Woche erstmal gar nichts. Wir schicken das so durch, gucken, was passiert. Könnten das Match noch tauschen. Und dann bin ich damit erstmal happy. Willkommen bei deiner ersten Show. Simulieren. Weiß ich nicht. Promo okay, die wechselt ihre Klasse, ist gut. Mittelmäßig, gut. Wir hätten das auf 1 lassen sollen, sehr gut. Promo schwach, geile Nummer. Titelwechsel? Aha! Titelwechsel, Chat. Mike DeMiz. And he's awesome. Der Obdachlose gegen Giovanni Vinci. Enttäuschend. Jetzt halt erste Woche, ne? Damian Priest ohne Koffer. Otis. Guck mal, Damian Priest auch Finish, Jungs. Sei euch ehrlich, den braucht keiner. Aschante. Wildes Tag. Alles klar. Dreieinhalb. Gut. Was ist das denn, Alter? Duell der Lippen hier, oder was? So, Raw ist hier... Junge, was machen die denn, Alter? Tozawa mit Eingriff. Gute Show. Chat war super Show. In allem unterlegen. Einfach in allem unterlegen. Ja, das kenne ich doch alles. Was habe ich an Kohle gemacht, Junge? 46. Gut. Ist ja gar nichts. Xavier, geh mir doch nicht auf die Klötze, du. Ja, ist ja zum Start alles knapp. Wir haben auf jeden Fall mehr Geld als alle anderen. Als erstes kaufen wir jetzt mal, damit wir Steel Cage bekommen. Ey, wieso kann ich denn immer noch nicht kaufen? Wo kriege ich die Kisten? Links neben dem Wort Kapital? Ja, eine pro Woche, aber eine Woche war doch jetzt um. Hätte ich dann noch eine kriegen müssen. Ja gut, also können wir erst nächste Woche. Sollen wir das mal so abschicken, einfach mal gucken, was passiert? Ach so, man muss die Karte ausgeben und dann ist das erst drauf. Okay. Okay. Wir machen erstmal so. Ich suche mal einmal. Ach so, ist schon fertig. Wild. Onkel Howdy. Omos. War ja nicht so geil hier. Nochmal suchen. Aha! Jetzt wird doch ein Schuh draus. John Cena, NWO.
Sollen wir all in gehen, Alter? Mit NWO Cena? Ich bin ehrlich, ich hole hier gar keinen, weil wir nächste Woche noch Punkte haben. Ich löse nächste Woche die Karte und wir suchen uns einen 15er. Ich nehme dafür die beiden Sachen mit. Dann können wir nächste Woche einmal den hier machen, haben sofort 10 Stück. Und dann gehen wir rein. Gut investierte 20.000, Glückwunsch. Ja, wir müssen ja erstmal gucken, wie sich das überhaupt auswirkt. Ich habe jetzt zum ersten Mal einen Talentscout losgeschickt. Warte mal nächste Woche ab. Mit Dwayne The Rock Johnson gegen Cody. Da möchte ich die mal sehen. Chat, ich möchte nichts sagen, aber ich bin einer von den 3.750 Leuten, die gerade Raw gejoint sind. Einer davon bin ich. Peinlich. Promo peinlich. Da hat er einfach die Rawlins-Promo rausgehauen, ne? Peinlich. Die Promo hätte ich gern gesehen. Da wäre nicht viel bei rumgekommen, glaube ich. Und jetzt kommen wir hier. Mit unserer Creme de la Creme. Titelwechsel, Chat. 3,5. Let's go. Hey, Chat. Bisher stabil. 5.000 Leute. Komm ran. Und noch ein Titelwechsel. Ja, let's go. Ey, wie gut. Chat. So scheiße, Junge. Haben wir uns ein bisschen verbuckt, Alter. Wir hätten erste und letzte Match tauschen müssen. 32.000. Können wir mitarbeiten. Was will er denn hier? Meine Freunde und Familie haben so lange drauf gewartet, mich live in der Länge. Bin so heiß, auf heute Abend eine Show zu liefern. Du wirst heute Abend schön deinen Titel verlieren, du Bratwurst. Was ist jetzt los hier? 2. Müssen wir das nehmen, Chat. Ich brauche das Match. Ach, Training? Steigert die Ring-EP, oha! Gunther kriegt ein Training. Wir machen hier bei ihm mal Werbung. Als Champion mal Werbung machen. Und jetzt scouten wir mal einen rein. 15 Stück. Doink the Clown. Was bräuchten wir denn, Chat? Was bräuchten wir? Wartet mal. Vier von fünf Promo ist eine Frechheit, Junge. Truth Tag Team mit Miss könnte man auch machen, ja. Oder man packt ihn mit Trick zusammen. Kann man auch machen. Macht, glaube ich, mehr Sinn, ne? Plus die Ausdauer ist hier höher. Und der könnte von Kämpfer in Bruiser gehen. Komm, mach fertig, Junge. So bin ich da erstmal fein mit. Let's go. Hä, wie Ring-EP 9? Der hat doch 10 gehabt, oder nicht? Hat der nicht 10 gehabt? Wie 9? Ach, 9 hoch! Boah, der ist ja bei 19, Alter. Plus 9 auf Stufe 11? Ach, sind da einzelne Balken, bis der das erreicht? Ich dachte, der kriegt einfach einen Punkt oder so. Ah, maybe hätten wir doch wieder Titelwechsel, Jungs. Ist gut für Fede. Titelwechsel, komm bitte. Nein. Wieder verkackt. Strowman. Enttäuschend. Junge, viermal Hahn mit Drew Gulak, Alter. Was ist das denn? Ich glaube, die Nebelmaschine haben wir nicht aktiviert, wie Idioten. Ey. Müssen wir gleich sofort nachholen. Ey, aber... Die letzten beiden tauschen, da wäre unsere Woche, Alter. Im besten Falle noch das erste Match als... Nee, das letzte als erste und das zweite als letzte. Dann wäre es unsere Woche gewesen. Scheiße. Aber 70.000, ist gut. Aber du hast Teddy gecallt, das war so klar. Ich sag euch ganz ehrlich, Teddy Long wird derjenige sein, der uns Messer in den Rücken rammt. 1000%. Es war so klar, dass der derjenige sein wird, der Stress macht. Mann, ich brauch doch Trick jetzt! Tausend? Nicht das Ergebnis, was ich erwartet habe, oder bin ich ehrlich? Tausend mehr? Ich kann mir den Arsch mit abputzen, Alter. Doch, war aktiv, Chat. Nebeleffekte waren aktiv. So, jetzt müssen wir mal schauen, wen wir überhaupt stellen können.
Ja, Tag Team können wir uns jetzt schon wieder abschminken. Luis Evans holen wir, oder? Da hätten wir Face gegen Face. Einfach Face gegen Face Locals. Richtiger Bratwurst-Match. Müssen eine Promo aussetzen. Ich brauche ja ein Match. Muss ich das so machen. Teddy Long kriegt eins zurück. Kenn ich gar nichts. Das ist, Alter, jetzt ist die Oberhärte hier, ne? Wir lassen es ungebucht. Wir gucken mal, wie sich das auswirkt. Weil Miss wollte ich nicht wegnehmen, weil wir müssen Steel Cage bucken auf jeden Fall. Ich kann unsere Show nicht einschätzen. Guck mal, die lassen auch alles ungebuckt immer. Die haben mindestens immer eine Promo, die ungebuckt ist. Jetzt sind wir dran. Verrate ich nicht. Ja, dann Pech. Beste Show, Alter. Beste Show, Chat. Beste Show. Das ist auch nicht gut. Ja, wobei, großartig, ey. So eine Scheiße, Alter. Bloß schnell wegdrücken. Ist das kacke gewesen. Ja, dann gehen wir rein in Hell in the Cell. Ja, ey, all good. Ja, natürlich. Na, klar. Willst du mich verarschen? Alle Fäden kaputt. Was? Chat? Passt das? Wollen wir Chat und den? Nee, ne? Nein, Junge, du kriegst anderes Tag Team. Moral ist gesunken als Maul, Junge. Ja, Chat, ich sag, machen wir zu oder was, ne? Was soll ich jetzt hier machen? Jetzt hat er eine Fehde mit Luis Evans und mit Chad Gable nicht mehr. Ich kann's nicht. Ey! Eddie Pop! Ah! Was ist das denn für ein Draft? Ich hol Eddie Pop, Chat. Der wird den Laden gerade rücken. Was soll ich denn hier als Main Event stellen? Ich kann ja den Scheiß hier schon gefühlt ins Main Event packen. Eine geile Show, Alter, wirklich. Das ist eine überragende Show, Chat. Fühlt ihr die Show, oder? Hell in the Cell, stell dir mal vor, was ist das denn, Alter? Wow. Der hat einfach in Ring 0. In Ring 0 hat der. Und der auch 0. Wieso? Ich mach das anders, Chat. Ich kann das nicht hier. Ich kann das nicht bringen. Ich kaufe schon mal das Tornado-Dingen. Haben wir schon mal Tornado-Tag. Ja, anders kann ich hier nichts machen. Das fuckt mich gerade ab, Alter. Ich kann hier keinen stellen. Jetzt hab ich keinen Bock, einen Jobber zu holen. Der holt eh nichts rein. Kann ich den für eine Woche holen? Jetzt genau aufpassen. Hingucken und staunen. Werbung. Und bitte spielt mehr ein, als ihr gekostet habt. Bitte. Ich hol noch einen. Wehe, die spülen nicht mehr Geld ein. Ne, da flipp ich aus, ehrlich. Ich hol euch einmal für eine Promo hier. Macht mal ein bisschen Werbung. Ich brauche Geld. Der macht Werbung. Ich hoffe, die spielen mehr Geld ein, als sie gekostet haben. Wir müssen über 60.000 einnehmen. Ja. Kannst ja nicht mit rechnen, dass du einfach alle Karten auf einmal kriegst, ey. Scheiße. Dafür wird die Smackdown nach Hell in the Cell krass. Macht eine Wette. Was glaubt ihr, wer gewinnt? Gunther, Chad Gable oder Cody Rhodes? Chad Gable gilt als Champion in dieses Match rein. Wir hatten so einen Plan. Alles hätte perfekt gestanden. Indy gegen Tiffy. Miss gegen Cody. Da hätten wir schon zwei Banger gehabt. Plus dann noch die Kleinigkeiten mit Bliss und Raquel. Perez mit Isla Dawn. Wette ist drin, Chad. Wir gucken uns das an.
Passt die Lautstärke? Was ist das denn für eine Halle, Alter? 1 Turnhalle bei mir, Gesamtschule. $5 Ticketpreis und im Ticketpreis ist noch ein Getränk und eine Bratwurst mit drin. Ach du Scheiße, Alter. Was ist das denn? Da ist noch eine Bühne, hör mal. Ja, mit Schlagzeug alles. Da tritt noch eine Band auf mitten. Die Schulband. Mitte vom Match, Schulband noch ein bisschen. Aber Gunther sieht gut aus, ne? Oder? Gunther sieht stark aus. Hat aber auch irgendwas. So ist das geil, ne? So sieht das cool aus, aber ist halt, Bruder, hell in the cell in so einer Halle. Alleine die Vorstellung ist ja schon absurd. Dremelam, imso. Ja, Cody, tut mir leid, hör mal, ne? Kein Geld für Feuerwerk, was soll ich machen? Einfach so Gitter, Toilettenschild noch an der Wand. Einfach Toilettenschild. Ey, doch Feuerwerk! Wild! Ja, gleich Feueralarm an. Abbruch. Feueralarm geht an, Show zu Ende. Die wollen auf der Bühne gerade anfangen zu spielen. Guck dir das an, immer. Der ganze Hallendach fackelt da gleich ab. Wo ist denn die Disco-Kugel? Wo seht ihr die Disco-Kugel, Chat? Überm Ring? Echt? Ja, vielleicht ist da ein Club, Chat. Dann ist ein Club. Safe, dann ist so eine Disco. Da, ja, ist so. Das ist so eine Diskothek, hör mal. Da treten die Bands auf. Thank you! Aber die Titel sehen dieses Jahr gut aus, oder, Chat? Was sagt ihr? Titel sehen echt geil aus. Hat man sich ja letztes Jahr immer so ein bisschen beschwert drüber, aber dieses Jahr, finde ich, gehen die absolut fein. Titel sehen richtig gut aus. Ja, der Titel ist allgemein hässlich, so, ne, aber so generell von der Optik her. Chat, das ist gar kein Match. Jetzt gleich geht Disco an, Elvis, und dann sind die so im Ring. Wird jetzt ein Dance Battle. Wer die Kugel am meisten zum Drehen bringt. Ja, dann La Paloma, Alter. Grafisch, ich sage, ich sehe da ein Upgrade. Viele haben gesagt, nein, aber alleine das Lichtspiel, finde ich. Habe ich bei Slivo im Stream schon gesagt. Ich finde so der Schatten, den die werfen, generell das Lichtspiel von der Halle und sowas. Das wirkt alles nochmal ein bisschen kontrastfreudiger. Freie Kamera? Lol. Lol. Lol! What the fuck? Übel geil. Wie geil ist das denn, Chat? Ja, guck mal, Alter. So sitzt der Scheiße, ne? Ey, was jubelt der denn da? Das ist ein Aufgabemove. Ja, am Schlagzeug, Junge. Was macht er denn da? Er will eingeteckt werden, Junge. Das ist ein Triple Threat, du Esel. Oh, hier blutet einer. Cody ist am Bluten. Oh, hier kannst du aber richtig mit rumspielen, ne? Ey! Ey! Geht denn hier ab, Junge? Oh, Ringrichter ist down. Ey! Steh auf! Kickout, Alter. Hier geht aber gut ab. Was ist denn das für ein Match, Alter?
Und der nächste am Bluten. Sag mal her. Wo bist du? Gunther, Alter. Oh. Oh. Titelwechsel, weil Cody nicht aufgepasst hat. Du Flasche. Aber war ein gutes Match. War ein gutes Ding. Wie viel haben gewettet auf Gunther? 40% tatsächlich. Ja, GG. GG. Aber das war gut anzugucken. Das hat man gesehen, abseits der Kamerafahrten. Aber Ladies, man will ja auch ein bisschen gucken. Das Match war alles, aber garantiert nicht nur gut. 10.000 hat der eingespielt und der hat 20 gekostet. Ich kann es nicht mehr. Eddie Pop hat gewonnen, Chat. Langweilig, chillig. Nach dem Spiel haben sie die Disco-Kugel abgegangen. Also ich sage euch ehrlich, die drei Wrestler, die haben wir nicht wieder reingeholt, ne? Na, ja, eben, oh jetzt, das muss liefern, Alter. Da braucht mehr als drei Sterne. Stell dir vor, für die Show zahlst du Geld. Das war ja eine Schulaula. Da haben die gesagt, hör mal, ihr habt die letzten beiden Stunden frei, wenn ihr euch da hinsetzt und euch die Scheiße anguckt. Ihr könnt euch aussuchen, entweder Mathearbeit oder ihr setzt euch da hin und guckt euch die Kacke an. Junge, wir werden beim Hell in the Cell von einem Damian Priest geschlagen, der einen Klassiker aufs Parkett legt. Ich kann's nicht, wirklich nicht. Und Braun Strowman hier gegen die Mahans, also... Ja, natürlich. Überragend war das Match. Da werde ich noch meinen Kindern von erzählen. Raw können wir schlagen. Wobei, Titelwechsel können wir doch nicht Raw schlagen. Haben wir wieder komplett reingeschissen die Woche. Ist ja auch toll. Immerhin haben wir ein bisschen Geld gekriegt. Eieiei. Ey, aber wir waren gut dabei in der Kurve, ne? Wir haben supported. Jetzt hat uns ECW auch noch von der Kohle überholt. Also, ich glaube, wir machen zu den Laden. Was soll ich denn mit Tyler Bate, dem Obdachlosen, Alter? Ich geb doch nie mein... Obwohl, der Champion hat verloren, ne? Also, jetzt hörst du mal zu. Den Obdachlosen, den kannst du behalten, den will ich nämlich nie haben. Ich will Rhea Ripley haben. Wieso geht das nicht? Ich will Rhea haben. Hallo! Ich kann hier gar keinen anwählen. Aha, ich bin danach dran, okay. Ablehnen. Mir eine Karte. Wie? Ich bin danach dran. Aha. So, jetzt hör's mal zu. Ich will von dir haben. Rhea Ripley. Die ist unglücklich bei dir. Ich will haben. Dijak. Die beiden gegen Eddie Pop. Wird ein ganz großer Stern am Himmel werden. Gebe ich sehr ungern ab. Und Luke Evans. Überragender Mann. Wir haben in der Halle von denen gespielt, hat der davor mit seiner Band gezockt. Der wird ganz groß rauskommen. Hollywood und alles. Und zusätzlich dazu würde ich dir noch MVP geben. Der hat nämlich nur noch 2 Stunden Vertrag bei mir. Plus Cash kriegst du auch nochmal einen Taui auf Kralle. An den Steuern vorbei. Ganz gemütlich. Okay? Machst du fertig. Musst du wissen. Ey, Paul, musst du wissen. Mir vorm Pay-Per-View eine Karte reindrücken, jetzt meinen Deal nicht annehmen. Hey, du willst schon wissen, was du da tust. Ja? Du Ü-Ei auf Füßen. Was will er jetzt? Hast du die Quoten gesehen, so gestaltet? Ja, ja, mach weiter. Mach weiter. Ich bin fertig mit SmackDown, Zeit, meinen Vertrag zu unterreißen. Und das, nachdem du mir nicht mal mein Tag-Team-Match gegen Gable gegeben hast. Ich bleibe nur, wenn du mir 100.000... Junge, bist du bekloppt oder was? Ich gebe dir noch eine Chance. Ja, normal. Gegen Alexa verliere ich die ganze Zeit. Gibt es sonst jemanden in den Roster, den ich antreten kann? Nein. Was ist mit der los? Heftiger Rabatt? Alle Promos kosten 75. Verringere der Ticketpreise um 10%, aber Erhöhung der Arena-Kapazität. Ui! Chat, nicht schlecht. Das hört sich am besten an hier, finde ich. Wobei, bei unserer kleinen Arena macht das gar keinen Unterschied, glaube ich, ne? Ist nicht so viel. 1 oder 3? Ihr seid auch für 1, ne?
Dann machen wir eins. Heftiger Rabatt. Chad, Luis Evans läuft aus. Tut euch das weh, oder? Jetzt werden wir hier erstmal eine schöne Show auf die Beine stellen. Cody ist fast kaputt. Gut. So, wir starten rein. Mit Indy gegen Tiff. Und da setze ich jetzt das Steel Cage an. Kenne ich gar nichts. Das geht ins Main Event. Jetzt werden wir eine Smackdown aufs Parkett zaubern. Da werden wir noch jahrelang drüber reden. Wer ist das denn, Bruder? Ist das Ric Flair sein Onkel? Oder wer ist er denn, Junge? Einfach der Opa, Junge! Opa Heinz! Opa Hannes ist das! Hannes! Matchcard, was hatten wir denn hier? Zweimal Match. Das sind halt Kackkarten hier. Truth behalten wir nochmal ein bisschen. Gute Promo-Werte und alles ist schon gut. Unbeliebtester Star. Wer ist denn unser Unbeliebtester? Na, er hier, ne? Eddie Pop. Eddie Pop. Ja, komm, Junge, Eddie Pop. Mach. Eddie Pop rein. Tauschen wir die beiden. Let's go. Bray gegen Damien. Boah, ich kotz gleich, ne? Ich kotz hier gleich absolut einen ab. Was für Damien, Junge. Der Obdachlose wieder nach Wohltätigkeit, wieder nach Geld am Betteln mit seinem Handtuch. So, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls. Simulation, bitte Titelwechsel. Verdammte Scheiße. Nur mal für mein Verständnis. Gable hat den IC-Teil getragen, ne? Noch vor dieser Show. Ja, Paul Heyman, da guckst du blöd. Ich hab dir doch gesagt, ja? Ich hab's dir gesagt. Hol dir den. Du wolltest ihn nicht haben. Jetzt hab ich den. Und sehen enttäuschendes Match. Das wird ein ganz großer Chat. Das muss laufen, Chat. Mindestens 4. Mindestens. 4,5. Nice. Unsere Woche, Chat. Die Woche geht an uns. 49.000? 54? Wie? Was? Ach, die haben andere Hallen wahrscheinlich, ne? Die haben wahrscheinlich nochmal eine andere Arena. Was? Eine Woche, Junge. Eine Woche kannst du frei machen. Chat, wir lassen es passieren, oder? Jetzt wird sich zeigen, ob Eddie Pop wirklich der Upcoming Star ist oder nicht. Showlogistik haben wir mittlerweile 2, aber ich kann hier nichts kaufen, Chat. Das ist alles zu teuer. Das Einzige wäre eine Backstage-Crew. Aber ich sehe die Arena tatsächlich als wichtiger. Wir sparen für die Arena, Chat. Ja, wir sparen auf Halle. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Dann schicken wir dazu ab. Hey, großartig. Guck mal. Ring-EP 6 ist decent. Kann man mitnehmen. Okay, Chat. Wir sind da. Und das muss laufen. War wieder eine gute Show. Titelwechsel. War eine gute Show. Können wir zufrieden mit sein. Ey, aber wir haben eine gute Woche gehabt, Chat. War stabil. Was will der denn hier? Bis zum Ende der Saison kannst du sogar verlängern. Das ist ja geil. Wer ist mit 7.000, Junge? Ah, guck mal, geil. Je nachdem, was du für ein Angebot machst, kannst du halt einboosten in der Moral. Wer ist das denn hier, Slade? Was geht, so cool endlich mit dir reden zu können. Wer ist das denn, Slade? Mein Team hat mir deine Nummer gegeben, ist hoffentlich okay. Ne, ist das nicht? Ich bin Slade, schon mal von mir gehört? Nein, naja, ich bin im Internet ein ziemlicher Star. Ach, die Scheiße schon. Ist der aus My Rise, ja? Slade? Echt? Du kannst mich kostenlos anhören, aber wenn du mich in einem Match einsetzt, werden meine Follower sicher schnell... Weißt du was? Kostenlos, komm ran. Ich will das Main Event. LOL! Was ist jetzt los? Ich stecke euch beide in das nächste Main Event. Das ist fett! Guck mal, wir sehen immer mehr neue Sachen, Alter.
Also wenn da nicht alles außer Gunther gewinnt, dann glaube ich an gar nichts mehr, ne, wirklich. Guck mal, wie den sein Arm da über das Rating von Gunther geht. Das ist ja der Disrespekt in Person. Macht für das Match echt mal eine Wette. Aber die Wette sieht so aus, Gunther gewinnt oder jemand anders gewinnt. Aber das ist schwer reinzukommen hier, finde ich, weil du hast super viele Titel, du musst dann alles bespielen. Du kannst dir aber nicht viele Leute im Roster leisten. Dann musst du auf die Ausdauer achten. Also ich finde, das ist schon echt komplex, der Modus. Der ist nicht mal eben so easy zu machen. Aber wenn du dann einmal drin bist, macht das echt Laune. Na, mittelmäßig schwierig. Die geht auf 4. Also entweder gleich irgendein Game zocken oder jetzt das Fatal 4-Way angucken. Ihr seid für Anschauer, da gucken wir uns dann an. Ihr wollt doch nur die Entrances sehen, ihr Alter. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. So können wir eine geile Feder aufbauen. Vielleicht kriegen wir noch ein paar coolere Wrestler. Und dann können wir da einzocken. Ja, Gunther Entrance kennen wir ja. Oha! Was ist da los, Alter? Undertaker oder was? Was ist das denn? Junge! Wie sieht der denn aus? Da klappt ja gar nicht. Da ist ja alle im Arsch bei dem, Junge. Die Buchse ist kaputt, das Oberteil. Die Frisur ist maximal am Arsch. Der sieht so aus, als hätten sie den vor der Halle gesehen. Ey, Junge, wir haben nur einen Spot frei. Hast du Bock? Das ist ja, für einen Zehner mache ich das, hör mal. Und für einen Kaffee. Der stand gerade noch auf der Bühne, Chat. Der kann sich nicht ganz so verausgaben, der hat danach noch einen Gig da hinten. Was ist das denn schon wieder hier? Wir haben die alle den gleichen Entry. Oh, boah, Junge. Yeah. Eddie Pop, Junge. Der Eddie Pop. Ach du Scheiße, Junge. Slate. Richtige Selbsthilfegruppe da im Ring, Alter. Und dann Gunther dazwischen. Der lässt die Jacke an, ne? Und der lässt seine Kippi auf. Boah, Gunther, Alter. Was macht der? Boah, Alter, der Lurchi. Guck ihn euch an. Der will schnelles Ende haben. Der muss noch ein bisschen Probe machen, Chat. Der hat gleich noch einen Soundcheck. Das könnte auch so ein Karnevalsmatch sein, ne? War das der Finisher? Guck mal, Eddie Pop, Alter. Ja, aber Lurchi gerade am präsentesten, ne? Chancen am besten bei ihm. Ja, das ist zu viel. Das ist zu viel und da kassierst du den Finisher, ne? Ende. LOL, wie lange braucht der denn, um zu pinnen, Alter? Oh oh, oh oh. Oh oh. Using his leg strength to escape the neck across the top. Also wenn Gunther jetzt eins zu packen kriegt, Powerbomb am Ende. Oder auch nicht? Wollte schon sagen, perfekt. Oh, Gunther, hol den Tisch raus. Boah, was ist hier unten los? Perfekt. Die Torten da alle rum. Boah, geiler Move, ey. LOL, Double Team, geil. Hat sie mal kurz eine Allianz gebildet, Chat.
Geh jetzt in den Ring da zurück. Was macht der denn da, Alter? Dann läuft der da eine Ehrenrunde. Ich weiß nicht, wissen die nicht, dass man das nur im Ring beenden kann? Aha. Geh jetzt, der kassiert die Powerbomb. Oder auch nicht. LOL! Finisher gekontert! Finisher. Slay. Da ist Gunther. Wenn er ihn jetzt kriegt, Powerbomb und dann ist Ende. Was machst du denn da, du Trottel? Das war's. Ende. Gunther holt das Ding. Mit einer Powerbomb wäre schöneres Ende gewesen. Aber so kacke war das nicht. Ging gut hin und her. War nie in Gefahr. Wie viel hatten denn eigentlich auf Dings? Aber nur 58% waren auf Gunther. So klar ist das auch nicht. Anderthalb Sterne. Anderthalb Sterne, Chat. Anderthalb Sterne habe ich mir jetzt hier angeguckt. EP 1. Was soll ich denn mit 1? Trick Williams. Random einfach Champion. What the fuck? Und die Fehde ist weiter hochgegangen, Chat. Geil. Weil ich glaube, Chat hat gerade keine Fehde gehabt. Das ist geil für die Braun und Trick Fehde. Haben wir da einen Titel drin jetzt. Aber SmackDown gut gebuckt. Geld wird jetzt entscheidend sein. 55.000 nur. Aua. Aua, aua. Ich rede von besseren Effektpaketen. Jetzt will der von mir, dass ich Effektpakete kaufe oder was? Was ist das denn für ein Idiot? Wo soll ich denn Geld hernehmen? Du machst nur Theater. Du bist Champion. Du musst mal ruhig sein. Was ist mit dem los? Klar doch. Klar, wir holen Effekt. Ich hole eine neue Halle, du Flöte. Größere Hallen, Gunther. Ich bin bei dir. Natürlich. Machen wir, Gunther. Wir holen eine größere Halle. Boom. Ich mach was anderes, Chat. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Ich mach das weg. Ich mach das weg. Wir stellen hier so gegen so um den Titel. Und ich mache hier mal eine Tag-Team-Dings. So. Haben wir noch nicht ausprobiert. Starten wir aber auch damit rein. Truth-Match an den Anfang. Auf deine Verantwortung. Auf deine Verantwortung. Ich weiß es nicht. Wenn der Titel hier wechselt, könnte das, glaube ich, mehr geben, weil hier ist keine Feder aufgebaut zwischen den beiden. Das ist nur ein Tables-Match. Ich gehe mit Titel rein. Ich trust. Ich trust in den Titel. 3 ist in Ordnung. Plus Fehde gestartet. Eddie Pop, ey. Der Eddie. Der verliert nie Pop, Alter. Wie gut ist das? Mittelmäßig. Haben wir alles richtig gemacht. Oh je, bitte wechsel, bitte wechsel. Let's go! Wichtig! So wichtig, dass sie wechseln, Alter! Sonst wäre der damit ein Titel abgehauen. Das geht nicht. Wichtig, Chat. Jetzt sind wir da. Aber war eine gute Woche für unsere Verhältnisse. Anfang und Ende hat geklingelt. ECW, Alter, die sind so gut, ne? 100.000 plus, Chat. 100.000 Tatas plus. Richtig big. Oh, geldtechnisch geil. Fans sind wir auch auf Schlagdistanz. Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Wie, was war das für eine Nummer? Was hast du denn gerade abgezogen, Alter, du Rührei? Das ist ja ehrlich. Wir haben ein paar Influencer? Wir müssen SmackDown an die Spitze der Charts bringen. Bezahlen wir ihnen 25. Wir sollen uns erst einmal ein paar von ihnen zusammentun. Ich zahle ihnen 15.
Probieren wir sie aus und schauen mal, wie gut sie sind. Ich reserviere ein Budget von 5000. Was nehmen wir denn hier, Chat? Goldene Mitte? Junge, wenn die scheiße sind, ne? Jetzt sind sie uns hier alle von Bord gegangen. Ach, der kann ja auch nicht. So? Aber das finde ich an für sich nicht verkehrt, wie die Matchcard. Könnten wir gut ein bisschen kaschieren. Das Einzige, was wir machen müssen, wäre vielleicht noch der Move. So könnten wir es machen. Hopp oder top? Hopp oder top? Sheamus gegen Braun Strowman, Jerry Sweat. Jerry Sweat. Ja, das wird wieder laufen. Ja, wobei, ey, Jimmy verletzt, der Champion 4 Wochen verletzt, schon mal gut. Aber ECW ist halt sehr stark. Ist knackbar, Chat. Wichtig wird Anfang und Ende. Raquel, ihr Pop ist halt eine Katastrophe, ey. Bitte. Guter Start. Ist okay. Habe ich zum Beispiel schon nicht mitgerechnet. Das wird reinscheißen, ist aber auch nicht schlimm. Ja, ist nicht schlimm in der Mitte der Show. Jetzt muss es wieder hochgehen. Jetzt muss anziehen. Minus 9 Pop. Ach du Scheiße, Alter. Jetzt bitte, mach da was. Mal mindestens 4,5. Sehr gut, Chat. Sollte an uns gehen, glaube ich. Sollte an uns gehen, das Ding. Wir sind zum Start gleich mit ECW, aber am Ende vorne. Und die Mitte muss halt eigentlich unten sein. ECW hat es nicht gut gebuckt. 138? 46.000? Wo ist denn unser Geld? Ich dachte, da steht wieder 100.000 immer. Aber Fans, sind wir nah dran an Raw. Das ist ja schon mal schön. Was ist denn, wenn du uns Zoe gibst und ich geb dir... Nee. Dann nicht. Dann nicht. Und er kommt mit einem Gegenangebot. Kein Iman-Chat, Alter. Ich kann Indy nicht abgeben. Wir haben Indy jetzt so weit trainiert. Zoe hat 6, Alter. Indy hat 9 in Ring. Das ist Quatsch. Plus die kostet uns auch viel, viel mehr. Das ist Blödsinn. Jetzt haben wir Indy trainiert. Von 5 auf 9. Das ist Blödsinn. Luig wäre scheißegal, aber... Nee, ablehnen. Was will der denn, Alter? Arena-Logistik der Stufe 1 verwenden muss. Chillig, Bruder. Chillig. Nicht gerade ideal. Eine Änderung von minus 3000 Fans. Wir haben wegen ihnen also tatsächlich Zuschauer verloren. Ich wusste da, Triple H. Ich hab's gesagt. Schön, Chat. Die goldene Mitte. Strowman, Chat? Für 8? Für 94? Der ist ja nicht nur Wochen da, der ist dauerhaft da. Für den Rest der Saison. Für den Rest der Saison, ja. Komm, Braun. Haben wir doch noch einen Draft gemacht. Geld ist auch gut nach Strowman. Und genau in der Highschool werden wir uns am Freitag wiedersehen. Und genau in der Highschool werden wir uns auch mal angucken, wie die Highschool so aussieht, die Arena. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall hier Schicht im Schacht machen an die Leute auf YouTube. Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Wäre sweet. Ey, wir müssen noch ein bisschen üben hier an dem Modus, ne? Wenn wir am 16. reingehen. Ansonsten kommen wir da unter der Räder. Ich glaube, die anderen Jungs werden sich auch schwer tun. Aber die Neuerungen sind auf jeden Fall geil, machen die Sache aber erheblich schwerer. Was ich aber erstmal gut finde. Doch, ich finde es gut. Ich finde es gut.